So Leute, bevor ich mich aber in diese Meerjungfrauenflosse reinzwinge, gibt es erstmal ein paar Fun Facts zum Mermaiding. So eine Meerjungfrauenflosse, die kann ganz schön schwer sein. Also die von Erik zum Beispiel, die wiegt, Achtung, 14 Kilo. Ja? Ist aus Silikon, aber obwohl die so schwer ist, damit ist man unter Wasser tatsächlich schneller. Wenn ihr so eine Flosse haben möchtet, müsst ihr echt ein bisschen sparen, weil die Profiflossen sind zwar maßgeschneidert, kosten aber auch 2000 Euro. Und es gibt sogar welche für 5000 Euro. Aber keine Sorge, ihr könnt euch auch welche aus Stoff kaufen und die gibt es dann schon für 150 Euro. Das geht doch.